bin in einem traurigen Zustand. Die Minister und Hofleute und alle haben mich nicht mehr lieb. Ich verfalle jetzt in den Fehler, den ich mein Leben lang am meisten gefürchtet habe. In Unentschlossenheit. Wenn unter meiner Regierung etwas Böses geschehen ist, so ist es gewiss ohne meinen Willen geschehen. Denn ich habe es immer gut gemeint. Ich würde um alles in der Welt nicht noch einmal anfangen zu leben. Vier Jahre vor meiner Geburt hat es meinem Herrn Vater, Ihrer Kaiserlichen Majestät, gefallen, die künftige Erbfolge in seinen Erbkönigreichen und Landen durch leiblichen Eidschwur zu regeln. Pragmatische Sanktion. Alle hinterlassenen Erbkönigreiche und Landen haben sämtlich bei dem ehelichen männlichen Leibeserben Ihrer Kaiserlichen Majestät unzerteilt zu verbleiben, auf ihres männlichen Stammes Abgang oder, so Gott gnädig abwenden wolle, auf die ehelich hinterlassene Tochter, auf die Tochter, was Gott gnädiglich verhüten möge. In dem zärtlichen Alter der frühen Kindheit war ich oft allein. Kaum war er an das Licht dieser Welt gekommen, noch vor meiner Geburt, starb mein kleiner Bruder, Erzherzog Leopold. Meine Schwester Maria Anna blieb mein einziger Trost. Vergeblich wartete mein Herr Vater auf die Geburt eines männlichen Erben. Ohne männlichen Leibeserben bleibt alles auf meine liebe Tochter Maria Theresia, Walpurga Amalia Christine. Im frühen Kindesalter wurde mir die erste Erfahrung betreffend die allgemeinen Zustände zuteil. Obwohl der Mangel an Erfahrung für die Bildung eines Urteils hinderlich war, erkannte ich doch das Fehlen von Kultiviertheit und die unstatthafte Verwahrlosung unserer Länder. Unter den Mächtigen herrschte dumpfe Verrohung und das einfache Landvolk lebte in tierischer Not. Infolge des schmerzhaften Blutverlustes wegen des schändlichen, uns aufgezwungenen Krieges fehlte es an Menschen ebenso wie an den einfachsten Hilfsmitteln, das Leben zu fristen. Rohe Sitten früherer Zeiten waren wieder aufgelebt und über uns gekommen. Unwissen, Hartherzigkeit, Hoffart und Mangel an Sittsamkeit, vereint mit altertümlicher Unordnung in den Affären des Staates, machten sich mir schon in frühen Jahren bemerkbar. Obwohl unter der Obhut der allerliebsten Gräfin Fuchs, in wahrlich vorsorglicher Weise behütet, war ich doch für die Ursachen so vielfältiger Kümmernisse nicht blind. Nur mit Gottes Segen und durch Hinwegräumung mannigfaltiger Behinderungen konnte eine Besserung erhofft werden. Zucht und Kontenance wurde von uns bei Gefahr ebenso wie bei freudigen Ereignissen in jeder Lage gefordert.
entfernt von der Residenz, konnte der biedere Christenmensch die edlen Intentionen meines Herrn Vater nicht erfahren. Ganz konträr musste er Mühsal erdulden und die Härte des Schicksals qualvoll erleiden. In der Gerichtsbarkeit wurde die Folter angewendet. Bettelstudenten waren unter dem darbenden Landvolk kein seltener Anblick. Nur mit dem Offizierspatent kann er keine Suppe bezahlen. Ohne ordentliche Besoldung wurden Offiziere oft genug gering geachtet. In leeren Stuben blieb die Mühe der Schulmeister ohne richtige Wirkung. Zum Leiden der Kranken kam als Erschwernis der Mangel an Doktores. Dem daniederliegenden Gewerbe blieb ein Aufschwung der Produktion versagt. Oft genug war der Bauer gezwungen, anstelle des fehlenden Viehs sich selbst vor den Pflug zu spannen. Unkundig der Schrift hatte das Landvolk vielerorts unter Unduldsamkeit und unchristlicher Härte der Obrigkeit schwer zu leiden. Mannigfaltige Ereignisse begleiteten meine Kindheit. Im Alter von 6 Jahren war mir vergönnt, meinen Herrn Vater zur Krönung in die Stadt Prag zu begleiten. Hinter den ehrwürdigen Mauern beschützt und verborgen, verbrachte ich manche Stunden mit Spiel. Und die allerliebste Gräfin Fuchs, die ich wie eine zweite Mutter verehrte, hielt es für schicklich, mit mir gemeinsam zu tollen. Lehrreiche Stunden verbrachte ich in der Bibliothek.
Auch war ich von der Malkunst, für die mein Herr Vater eine wahre Passion hegte, impressioniert. Als Gemälde dargestellt, erblickte ich die Gesichtszüge des Prinzen von Lothringen zum ersten Mal. Prinz Lothringen find hübsch, wohlgewachs, manierlich red Deutsch. Prinz Lothringen lustig, bürst ganzen Tag wie gestern. Prinz Lothringen da, herzig, 14 Jahre alt, gesperrt Jagd, Prinz mit, lustig, brav Schoss. Viel red auf Hofkanzler wegen Prinz Lothringen, Heirat Tochter ja, in tempore, Audienz Prinz Lothringen bei Weib, herzig, lieb, Prinz Lothringen Toison geben, lieb, fein, herrl. Prinz Lothringen hat sich inkognito und sonderdistinguierten Zeremonali bei Hof eingefunden, sodann uns kleinen Erzherzoginnen seine Aufwartung gemacht. Seine Durchlaucht, der Erbprinz von Lothringen und Baar. So trat mir mit 15 Jahren der zukünftige, süßeste Ehegemahl und römische Kaiser entgegen. Soweit die Zeremonie es zulassen wollte, okkupierte ich den Prinzen gelegentlich als Chevalier zum Federballspiel. Beständigen Aufenthalt genoss ich in Kinderjahren in der Favorita, welches Schloss in Wien meinem Herrn Vater als Lieblingsresidenz diente. Inbrünstig betete ich zur heiligen Mutter Gottes, zum heiligen Josef und zum heiligen Karl Borromäus. Zucker sah man nicht gern, dass wir zu viel bekommen. Milchkaffee oder Milchtee, aber allein an Fischtagen. Sonst blieb es bei der Suppe. Waschen und kämmen alle Tage. Ausgehen, spielen mit Karten, mit großen oder kleinen Damen, Schauspiel. Mit keinem Türhüter oder Kammerheizer waren Diskurse gestattet. Wir sind geboren zu gehorsamen und sollen mithin bei Zeiten gewöhnen. Un, deux, trois.
wie. Bravissimo. Verbindungen, will sagen Ehegatten für das Wohl unserer Länder, wurden für mich von meines Herrn Vater Ministri ohne Unterlass gesucht. Ich bitte um eine endgültige Meinung. Graf Sinzendorf. Votiere für die spanische Lösung. Ehe mit Erzherzog Don Carlos. Graf Harrach. Vereinigung mit Bayern. Kommt nur Kurprinz Karl Albrecht in Frage. Und der Prinz von Lothringen? Lothringen kommt mit leeren Taschen. Prinz Eugenius? Zu erwägen ist die Verbindung mit Preußen. Ich bin für Kronprinz Frederik. Seine Durchlaucht, der Herzog von Lothringen und Bayern. Mit stillschweigender Duldung von Seiten meines Herrn Vater war meine Verbindung mit dem Herzog von Lothringen endlich beschlossene Sache. In der Stadt Berlin beim preußischen Hofe brachte es die Fügung, dass mein künftiger Ehegemahl unserem künftiglichen größten Feinde, Kronprinzen Friedrich, die Hand reichte. Fern von unserer Residenzstadt Wien befand sich der durchlauchtigste Herzog ohne Unterlass auf Reisen. England begünstigte unseren Ehebund. Frankreich aber wollte die Sache nur dulden, wenn der vielgeliebte Herzog sein angestammtes Land Lothringen für ewig verließ. Für den Verlust von Lothringen sollte der Erwerb des Großherzogtums Toskana geringe Entschädigung bringen. Bis dahin aber bestimmte mein Herr Vater als Wohnsitz für meinen Bräutigam die Burg ob der Stadt Pressburg, wo er nahe Wien als Palatin des Königreiches Ungarn Residenz nahm. Er war mir jetzt wirklich nahe. Durchlauchtigster Herzog, vielgeliebter Bräutigam, euer liebten Schreiben hat mich sehr gefreut, bin auch ganz persuadiert. Was man gern tut, macht keine Ungelegenheit. Indem recht von Herzen auf euer liebten so obligante und komplimentose Briefe antworte, wünsche eine glückliche Reise und gutes Wetter. Hoffe, dass diese die letzte sein wird, die euer Liebten ohne ihrer so ergebenen Braut machen werden, die allzeit verbleibe euer Liebten getreueste Braut, Maria Theresia. Adieu, Mäusel. Ich umarm Sie aus vollem Herzen und gehöre Ihnen. Rücksichten auf die Politik sollten dem durchlauchtigsten Herzog ein bitteres Opfer abverlangen, den Tausch seines angestammten Landes für minderen Besitz. Unter inwendigen Schmerzen und Kümmernis weigerte sich der durchlauchtigste Herzog, auf das schöne Lothringen für die Ungewissheit der fremden Toskaner den Verzicht zu leisten. Darf ich auf den Umstand verweisen? Keine Abtretung, keine Erzherzogin. Die Sache war beschlossen, und so opferte mein künftiger Gemahl seine liebe Heimat für unser Beilager. In meinem 19. Lebensjahr wurde mir endlich die allergrößte Beglückung zuteil, denn das einzig wahrhafte Glück auf dieser Erde ist eine glückliche Ehe.
Alle Schranken übersteigend war anlässlich unserer Eheschließung die Herzensfreude des Volkes. Selten sah man ein so trefflich zusammengefügtes und edles Spektakel wie die alte Geschichte von Philemon und Baucis, von Maestro Haydn für die Marionetten als Opera komponiert. Nach meiner Verheiratung war die unbeschwerteste und glücklichste in meinem Leben. Mein innigst geliebter Gemahl war dem Amüsement nicht abgeneigt. Auch herrschte zwischen uns das heitere Einverständnis wahrlich liebender Herzen. Nur selten waren wir getrennt. Gemeinsam meisterten wir die Beschwerlichkeit einer großen Reise, aber diese Reise nach Florenz, wo der vielgeliebte Herzog seine Pflichten als Herrscher übernahm, war ebenfalls von mannigfaltigen Festlichkeiten begleitet. Tanzen, Singen und Maskeraden und dergleichen artige Lustbarkeiten mehr wollten gar kein End nehmen. Und wir wurden nicht satt, uns nach 8 der Jungvermählten am Glück des Ehestandes zu erfreuen. Eine weitere, mir höchst erwünschte Verbindung sollte das ewige Bündnis zwischen dem Hause Österreich und dem Hause Lothringen noch weiter festigen, da dem lieben Bruder meines Gemahls, dem Prinzen Karl von Lothringen, mit Fortun gelang, die aufrichtige Neigung meiner Schwester, der Erzherzogin Maria Anna, zu gewinnen. So wurde der Prinz zu meinem lieben Herrn Schwager, an dem ich, trotz mancherlei Ungeschick bei seinen Unternehmungen, den liebevollsten Anteil genommen und bewahrt habe. Tu intendente sin vocem deprecationis me. Der unvermutete, betrübliche Todesfall meines Vaters höchstseligen Gedächtnisses war mir umso schmerzlicher, weil ich ihn nicht allein als einen Vater verehrt und geliebt, sondern ihn wie die mindeste Vasallin als meinen Herrn angesehen. Graf Philipp Ludwig Sinzendorf. Graf Gundaker Thomas Starhemberg.
Graf Johann Josef Harrach. Graf Alois Raimund Harrach. Hofrat Johann Christoph, Freiherr von Bartenstein. Graf Philipp Josef Kinski. Graf Emanuel Silva Taruca. Graf Lothar Josef Königseck und Rotenfels. Graf Karl Josef Herberstein. In allen Dingen werde ich Ihre hingegebene Souveränin und Ihre Mutter sein, bis zu meinem Tode. Ich habe die zur Beherrschung so weitschichtiger und verteilter Länder erforderliche Erfahrung und Kenntnis umso weniger besitzen können, als meinem Herrn Vater niemals gefällig war, mich zur Erledigung der auswärtigen und inneren Geschäfte beizuziehen, noch zu informieren. So sah ich mich auf einmal von Geld, Truppen und Rat entblößt. Keine Erfahrung im Aussuchen der Räte wohnte mir bei. Wie? Als Schlaftrunk für die Kaiserin-Witwe täglich 12 Kannen Ungerwein? Das macht im Jahr 4380 Kannen. Für das Bad 15 Eimer österreichischer Wein. Und zum Einweichen des Brotes für die Papageien der Kaiserin-Witwe. Im Jahr 2 Fass Tokaierwein. Graf Sinzendorf. Abschaffen. In diesen Umständen fand ich mich ohne Geld, ohne Kredit, ohne Armee, ohne eigene Erfahrung und endlich auch ohne alten Rat, da ich von dem König in Preußen feindlich angegriffen wurde. Schreib er. Der Tod des Kaisers ist ein Ereignis, das ganz Europa in Bewegung setzen und furchtbare Folgen nach sich ziehen wird. Ich bitte Eure königliche Hoheit, mich als Ihren guten und zärtlichen Vetter zu betrachten. Friedrich. Dies nach Wien und nun an Voltaire. Lieber Voltaire, der Kaiser ist tot. Dieser Todesfall zerstört all meine friedlichen Gedanken. Jetzt ist die Zeit da, wo das alte politische System eine völlige Veränderung erfahren muss. Nun an den Außenminister Graf Podewils. Schlesien ist aus der ganzen kaiserlichen Erbschaft dasjenige Stück, auf das wir das beste Anrecht haben. Und das dem Hause Brandenburg am besten passt. Weiter. Man möge Rechtsgründe zusammensuchen. Und wären sie noch so unsinnig. Das muss ein guter Scharlatan machen.
Ich will eher umkommen, als von meinem Unternehmen abstehen. Die anderen Mächte sollen sich nicht einbilden, dass ich mich durch Drohungen einschüchtern lasse. Äußerstenfalls werde ich mich mit Frankreich vereinigen. Nach allen Seiten um mich schlagen, beißen und alles um mich her verwüsten. Das Feuer der Leidenschaft, die Begierde nach Ruhm. Ja, sogar die Neugier haben mich aus der süßen Ruhe gerissen. Die Befriedigung, meinen Namen in den Gazetten und später in der Historie zu lesen, hat mich verführt. So haben wir uns bei der bevorstehenden großen Gefahr eines allgemeinen Krieges genötigt gesehen, unsere Truppen in das Herzogtum Schlesien einrücken zu lassen, mithin dadurch selbiges vor allem besorglichen anderweitigen An- und Einfall zu decken. Lange vor dem Überfall vorbereitete lügenhafte Proklamationen sollten dem feindlichen Anschlag als kecke Entschuldigung dienen. Doch wurden die falschen Beteuerungen des Angreifers von jedermann durchschaut. Nach dem Eintreffen schlimmer Nachricht fielen die meisten meiner Minister jedes Mal leichenblass in ihre Stühle zurück oder sie versanken in unheilvolle Konfusion und wussten nichts Besseres, als auf noch schlimmere Nachricht zu warten. Wenn Gott nicht selbst einen Strich gemacht hätte mit Absterbung aller, so wäre ich niemals imstand gewesen, die Dinge zu heilen. Was blieb? Allein auf Gott zu trauen, dessen Allmacht ohne mein Zutun noch Verlangen mich zu diesem Stande auserwählt. Die Umstände waren sehr hakelig. Ich bin aber so ruhig in meinem Gemüt gewesen, als wenn mich die Sachen selbst gar nichts angehen. Ich werde in Schlesien einmarschieren. Aber ich tue es als guter Freund, um die Erbrechte der Königin gegen alle ihre Feinde zu verteidigen. Ich bringe Hilfe von England, Holland und Russland. Ich werde die Kaiserkrone dem Großherzog aufs Haupt setzen. Ich fordere aber die vollständige und uneingeschränkte Abtretung von ganz Schlesien als Preis für meine Mühen und Gefahren, mit denen ich bei dieser Unternehmung im Dienst des Hauses Österreich zu rechnen habe. Wir werden unser väterliches Erbe bis zum Tod verteidigen und lieber untergehen als verhandeln. Graf Gotter. Was hat er mir für eine Botschaft zu überbringen? Seine Majestät König Friedrich bedauern lebhaft, dass die von ihm getroffenen Maßregeln hier so schlechte Aufnahme gefunden haben, während doch seine Absichten nur gute sind. Mit 30.000 Mann einrücken, den Herrn spielen, sind das Beweise guter Freundschaft? Schafft man sich so Freunde, wenn man mit dem Knüppel dreinschlägt? Bei dem Einrücken in Schlesien sucht sich der König nur eines Landes zu versichern, welches ihm, wie er glaubt, mit Recht zukommt. Sag er lieber, der König wollte Schlesien und fand die Okkasion günstig. Wenn das Vorgehen des Königs etwas Eigentümliches hat, er zu rasch sein Spiel begonnen, so schiebt es auf seinen Eifer, dem Haus Österreich zu nutzen. Nutzen? Ihr gebt einem eine Maulschelle und sagt ihm, es wäre zu seinem Nutzen. Aber durchlaucht, ist es opportun, sich mit ihrem besten Freunde, meinem König, zu entzweien, um einer Bagatelle willen, die er beansprucht? Bagatelle? Nennt er Schlesien eine Bagatelle? Der König beansprucht nicht ganz Schlesien. Sag er, was sein König verlangt und wie weit er diminuieren kann. Wenn der Herzog von Lothringen sich zugrunde richten will, möge er es tun?
muss nicht glauben, dass wir ohne Hilfe sind. Wir werden sie bei unseren Alliierten finden. Wir haben sehr große Zweifel, ob selbige Verbündete realiter in einen Krieg eintreten würden. Es ist 8 Uhr. Komm. Der König in Preußen rückte mit einer zahlreichen Armee in Schlesien ein, bemeisterte sich des ganzen Landes ohne Widerstand, nachdem die wenigen darinnen befindlich gewesenen Truppen sich notwendigerweise zurückziehen mussten. Zu Mollwitz wäre es zu keiner Affäre gekommen, wenn von Seiten meiner Armee die nötigen Vorsichtigkeiten nicht unterlassen worden wären. Nicht einmal zur Hälfte waren die Truppen komplett, nicht mehr als etliche 1000 Gulden waren all hier in den Kassen. Sich mit zu wenig Truppen schlagen, unter so vielen unglücklichen Zufällen attackieren, einen an Zahl und Ausbildung überlegenen Feind angreifen mit einer Handvoll Bauern, die im Kriegswesen weder Schule noch Übung haben, das sind die Ursachen, die uns bei Mollwitz den Misserfolg brachten. Sofort kursierten im Publikum üble Allegorien. Sie zeigten eine arme Fürstin von allen ihren Ländern entblößt. Wir aber, die hier in Mollwitz versammelt, lesen heute die erste Epistel Sancti Pauli an Timotheum. Ein Weib lerne in der Stille mit aller Untertänigkeit. Einem Weibe aber gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei, sondern stille sei. Gesandte meine Ministre, anstatt Mut mir zuzusprechen, ließen solchen gänzlich sinken und ließ nicht undeutlich sich verlauten, als ob sie alles für desperat ansäten. Theresia ist am Ende. Sachsen kann die Verantwortung an der Donau übernehmen. Die Base wird die Hofburg an Bayern übergeben müssen. Das Erzbistum Köln wird sich an der Seite des Hauses Brandenburg engagieren. Sverje vor Intetweka, ad gripa in irretentit. Questa giovanile persona, fino a quanto potrà conservare il potere? Meine Basen in Sachsen und Bayern, der Fürsterzbischof von Köln, dazu Schweden, Neapel, Spanien und Frankreich vereinigten sich gegen mich mit dem einzigen Ziele, die Monarchie in Stücke zu schneiden und unter sich aufzuteilen. Perderan todo, poco a poco. Qu'en pensez-vous, Eminence? La maison d'Autriche a cessé d'exister. In meinem 24. Lebensjahr, inmitten des bösen Krieges, wurde ich gesegnet durch die Geburt meines lieben Sohnes. Mit größter Zärtlichkeit und Liebe ist er von der Wiege an gepflegt worden. Noch am Tag der Geburt wurde er getauft auf den Namen Josef, Benediktus, Augustus, Johannes, Antonius, Michael, Adam. Während sich unsere Feinde erkühnten, frohlockend vom Ende des Hauses Österreich zu sprechen, wurde unsere Standhaftigkeit durch die Fortdauer unseres Hauses im Mannesstamm belohnt. In höchster Freude, die einer Mutter zuteil werden kann, schritt ich, die Gratulation und die Huldigung des Hofes entgegenzunehmen. Der meine Heirat mit Spanien hintertrieben. Ohne Bartenstein wäre alles zugrund gegangen. Haugwitz ist mir wahrhaftig durch die Vorsehung zugesandt worden. Er allein hat den Staat aus der Konfusion in eine Ordnung gebracht. Die Vermehrung meines Staates habe ich seinem unaussetzlichen Diensteifer und seinen Vorschlägen zu danken. Sinzendorf nimmt Geld von fremden Fürsten und dient diesen mehr als seiner Herrin.
Er versucht, die Geschäfte so durcheinander zu bringen, dass er sie drehen und wenden kann, wie er will. Tarouka dient mir zu meinem Trost und Rat und in privaten Dingen zu meiner eigenen Erkenntnis und Korrektion. Starnberg hat nicht recht große politische Einsicht. Er hat die Finanzen in eine Unordnung gebracht, dass sich niemand mehr auskennt. Ich werde mich um Sukzession kümmern müssen. Kaunitz bin ich zu größtem Dank verpflichtet für all die Dienste und Ratschläge, die er mir gegeben hat. Ich hätte keine Bedenken, das Wohl unseres Hauses, meiner Familie, wie die Geschäfte des Staates in seine Hände zu legen. Mit der Krone des heiligen Stephan gab mir das erhabene Königreich Ungarn Mut und Kraft in großer Bedrängnis. Von allen verlassen fand ich Hilfe in der Treue dieser Nation und in der Tapferkeit, die man zu allen Zeiten den Ungarn nachgerühmt hat. Herzog Josef, den ich der erlauchten Ständeversammlung als Pfand meiner Liebe zeigte, verhielt sich inmitten all der prächtigen Herren lebhaft wie ein Eichhörnchen. 100.000 Gulden und 13 Regimenter mit 30.000 Infanteristen sollten mir Hilfe bringen. Und dazu die Kroaten und die kampferprobten Panduren. Insgesamt 100.000 Mann Militär. Lieber Gott, schenke dem gerechten Kampf des Königreiches Sachsen deinen himmlischen Segen. In der Hoffnung auf billige Beute einig, griffen die uns feindlich Gesinnten zu den Waffen. Nichts weniger führten sie im Sinn als die Auseinanderteilung der uns durch Erbfolge und göttliche Fügung zugefallenen Länder. Vos habéis acertado, señora. Ce sera la guerre. Die hoch- und wohlgeborenen ständischen Verordneten der Stadt Linz. Seine kurfürstliche Gnaden, Karl Albrecht von Bayern, betrachtet sich nicht als eindringender Feind, vielmehr als rechtmäßigen Landesherrn, der mithin und fürhin sein natürliches, ihm rechtmäßiges Erbe in Besitz zu nehmen sich anschickt. Er erwartet, dass die ständischen Vertreter der Stadt Linz sich ihm mit Gehorsam und Untertänigkeit untergeben werden. Gezeichnet zu Passau am 8. September 1741. Linz ist gefallen, der Weg nach Wien dem Feinde geöffnet. Lieber und getreuer Kevenhüller, hier hast du eine von der ganzen Welt verlassene Königin vor Augen mit ihrem männlichen Erben. Was vermeinst du, will aus diesem Kind werden? Sie, deine gnädige Frau, erbietet sich dir als einem treuen Minister,
Mit diesem auch ihre ganze Macht, Gewalt und alles, was unser Reich vermag und enthält. Handle, o Held und getreuer Vasall, wie du es vor Gott und der Welt zu verantworten dich getraust. Sei blind in der Verurteilung der Meineidigen, folge deinem in Gott ruhenden Lehrmeister in den unsterblichen eugenischen Taten. Lebe und streite wohl. Quer durch meine Länder zogen die Bayern nach Prag. Wie ein Mirakulum blieb die Residenzstadt Wien verschont. Mit letzter Anstrengung seiner Kräfte eroberte Khevenhüller Linz zurück. Doch gelang es dem Kurfürsten von Bayern, sich die Krone des Heiligen Römischen Reiches auf das Haupt zu setzen. We must give assistance to the House of Austria. In wenen heft man uns zu Atteöne nodig? Endlich stellten sich England, die Generalstaaten und Russland auf meine Seite. Enfin, входим в войну вместе с государю Австрии. Mit ihrer Hilfe konnte ich auf Wiederherstellung der göttlichen Ordnung und Beschützung meiner Erbschaft hoffen. Freiherr von Trenck, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Majestät, ihr seht mich als Bittsteller vor euch. Was ist sein Anliegen? Die gegenwärtige militärische Lage ist mehr als bekannt. Der Feind in Linz, Olmütz und Prag, Schlesien in den Händen der Preußen, die gefährliche Koalition gegen das Haus Österreich. In diesen schweren Zeiten, Majestät. Franziskus Freiherr von der Trenck leistete in schwierigen Zeiten gute Dienste. Seine Panduren trugen die Furcht vor unseren Waffen weit ins feindliche Bayern. Zu erbitten, damit im königlichen Heere präsent sein zu dürfen, um die perfid eingedrungenen Feinde wieder aus dem Lande zu werfen. Unsere Verbündeten waren nicht länger bereit, dem gotteslästerlichen Angriff tatenlos zuzusehen. England, die Generalstaaten, Russland eilten zu Hilfe mit Geldmitteln oder Direktement durch Bereitstellung von Truppen. Kommt wahrlich zur rechten Stund, aber gebe mir noch etwas Zeit zum Überdenken. Ich lasse ihm dann Nachricht zukommen. Bornierte Köpfe in den eigenen Reihen und für Kriegszeiten zu viel Sentiment brachten den wackeren Obristen beinahe per Urteil zum Tode. Er starb in proforma Festungshaft und als Kapuziner. Hat ein besseres End genommen, als es seine Ankläger und Richter je finden werden. Aber all dessen ungeachtet, die Tapferkeit des ungestümen Mannes war, wie jede andere Hilfeleistung auch, mehr als willkommen. Unsere Truppen unter den trefflichen Generälen Daun, Laudon, Traun und Lassy errangen dann auch von Liechtensteins Artillerie unterstützt nahe Dettingen einen denkwürdigen Sieg. Der winterliche Frost begünstigte unsere Pläne. Von uns mit Kraft verfolgt, wich der Feind nun auch aus Böhmen zurück. Arg in Trümmern lag die Stadt Prag infolge Beschießung. Doch war es mein Entschluss, dass die Krönung bald unter der gebotenen Feierlichkeit vorgenommen werden sollte. Nicht wenig Schwankende huldigten mir, und so wurde der Staat weiter befestigt. Die Krone des heiligen Wenzel, ich habe darauf geachtet, war schwerer als die Krone des heiligen Stefan in Pressburg. Militärisch, Majestät, steht es nicht zum Besten. Niederlagen an allen Fronten. In Flandern haben die Franzosen unser bunt zusammengewürfeltes Heer, Engländer, Hannoveraner, Niederländer, auch 2 Kompanien und 8 Schwadronen von unseren Leuten waren dabei, empfindlich geschlagen. Wir verloren 7000 Mann und 40 Kanonen. 7000 Mann? Schlimmer noch. Bei Hohenfriedberg ist es König Friedrich gelungen, uns in eine Falle zu locken. Zuerst die Sachsen, dann die unsrigen. Erst schlug er die einen, dann die anderen. Unsere Kundschafter sahen nichts und hörten nichts. Politisch aber, Majestät, haben wir Grund zur Hoffnung. Die Fürsten des Reichs sind mehr beeindruckt von der Besetzung Böhmens und Bayerns durch unsere Truppen als durch den preußischen Sieg. Es impressioniert sie, dass wir Karl Albrecht geschlagen haben, den Kaiser selbst. Wir bedauern dennoch seinen allzu frühen Tod. Doch jetzt, da er gestorben ist, wenden sich die Fürsten wieder dem Hause Österreich zu. König Friedrich intrigiert zwar noch, aber es wird ihm nicht viel nützen. Im Gegenteil, je stärker Preußen wird, desto mehr suchen die Fürsten ihr Heil bei uns.
Der Krieg ist noch nicht zu Ende. Dennoch werden die deutschen Fürsten ihren durchlauchtesten Herrn Gemahl, Großherzog Franz Stephan, zum römischen Kaiser krönen. In Frankfurt sah ich der Krönung meines lieben Gemahls zum römischen Kaiser in freudigem Enthusiasmus entgegen. Bei der Ausprobierung vor den Zeremonien fand ich den morgen werdenden Kaiser in seiner seltsam erhabenen Bekleidung, was uns, obwohl nicht schicklich, zum Amüsement gereichte. Wie war's, Kaiser Franziskus? Kaum war der Staat gegen außen befestigt, zeigten sich Unzufriedenheit und Aufruhr im Innern. Wenn er Hunger und starke Missgunst seitens der Obrigkeit erleiden musste, war der Bauer zu fürchten. Tumulte wurden nicht geduldet, aber nicht hartherzige Rache, sondern allein steter Aufschwung im Innern konnte dauerhafte Besserung bewirken. Trotzdem musste der Aufstand um des inneren Friedens willen mit Waffengewalt niedergeschlagen und die Redelsführer bestraft werden. Ich embrasiere euch und verbleibe allzeit eure getreueste und dankbarste Maria Theresia. Und nun schreibe er an den Prinzen von Lothringen. Mein lieber Schwager, in dem letzten Tumulte in Kroatien, der zwar unterdrückt, aber noch bei weitem nicht extinguiert ist, gereichte das resolute Vorgehen dem Staate zum Nutzen. Und nicht nur in Kroatien allein ist der Bauer zu fürchten. Die Stärkung der Monarchie indes erfordert mehr die Begnadigung als die Bestrafung. Somit endige das gewaltsame Intervenieren bei Schonung von Leib und Leben der Christenmenschen aller Stände. Verbleibe anbei seine gnädigste Maria Theresia. Vergebt mir, Treliota, die Geschäfte. Was noch? Der von seiner Exzellenz, dem Herrn Grafen Silva Tarucca, entworfene Tagesablauf. Soll ich um 8 Uhr aufstehen bei all der Arbeit, die ich habe? Schreibe an den Grafen Tarucca meine Korrektur. Die Ordinarität, 5:30 Uhr aufstehen. Schreibe für den Sommer 5. Ankleiden, Messe hören, geistliche Lesung 2 Stunden bis 7:30. Von 7:30 Uhr mit Ihnen Kabinettssekretärs expedieren bis 9 Uhr. Von 9 bis 12 Ministeraudienzen. 12 Uhr Kinder, Frauen, andere sehen. 1 Uhr Tafel. Bis 3 Uhr Unterhaltung oder Ruhm. 3 bis 6 Uhr expedieren, schreiben oder Audienzen. 6 Uhr Rosenkranz. Von da bis 9 Uhr schreiben, konversieren, spazieren, stille, amüsante Lesung. Sonntag Audienz, 5 bis 10 Uhr abends. Eure Majestät, ich erlaube mir untertänigst zu erinnern, ihr habt dem Maestro Pacassi eine Audienz. Vergebt mir, Treliota. Auf ein andermal.
Und hier, lieber Valmaccini, der erste Entwurf des Schlosses Schönbrunn. Der geniale Hofingenieur Baptist Fischer von Erlach wollte gleichsam ein Überversail bauen. Seiner Majestät, Kaiser Leopoldus, hat es aber gefallen, wahrscheinlich wegen der nicht absehbaren Kosten, diesen Plan zu verwerfen. Erst dem zweiten Entwurf des Meisters geruhte seine Majestät zuzustimmen. Hier der ursprüngliche Zustand des Schlosses unter seiner Majestät, dem Kaiser Josephus, bis dann ihre Majestät geruhte, mir, Nicola Pacassi, den Auftrag zu erteilen, das Schloss nach ihren Wünschen umzubauen und diverse Adaptionen vorzunehmen. Meister Pacassi, vergebt, dass ich euch warten ließ. Wie weit sind die Arbeiten in Schönbrunn? Schon sehr weit fortgeschritten, Majestät. Die blaue Stiege ist vollkommen fertig und in den unteren Appartements sind schon die Vergolder am Werk. Ihr macht mich sehr neugierig. Und was verbergt ihr hier? Mein Freund Maestro Bellotto hat soeben diesen Entwurf vollendet. Ich finde Schönbrunn hübsch und wohlgebaut. Wenn es meine Zeit erlaubt, werdet ihr mich morgen begleiten und mir die neuen Appartements zeigen. Ich möchte am liebsten ganz draußen wohnen. Die Baulichkeit aus der Zeit meines Onkels, des Kaisers Josephus, Gott schenke seiner Majestät ewige Ruhe, war zu beengt. Maestro Pacassi hat das Notwendige dazu getan und so ist es jetzt um einiges höher und breiter. Der Tagesablauf vom Grafen Tarucca nach meinem Wunsch entworfen, wollte die Zeit der Zerstreuung eng bemessen. Schriftliche Arbeiten und das Anhören von Bittstellern erledigte ich, während ich mich zu meinem eigenen notwendigen Wohlbefinden in den Gärten an frischer Luft erging. Selbst in die Orangerie verfolgten mich die staatlichen Geschäfte. So recht aufwendige Lustbarkeiten wie das Damenkarussell waren trotz des gebotenen Amüsements doch recht selten. Des Winters war die Jagd ein häufiges Vergnügen beim Hof. Mir zu lieb hätte sie aber gewiss unterbleiben können. Ich selbst nahm nie daran teil. Einen mittleren Punkt im Tagesablauf bildete die Tafel. Wenn von den Zeremonalien nicht anders vorgesehen, durfte das Speisen im kleinen Kreis als eine Zeit der ruhevollen Erquickung genossen werden. Diniert wurde um 1 Uhr. Da die Audienzen kein Ende nehmen wollten, musste ich mich von den Geschäften der Tafel zulieb gewaltsam losreißen. Ich kann dessen ungeachtet recht gut leiden. Das Wohlbefinden fordert allerdings, den Appetit zu zügeln. Was ergötzlich ist, macht auch gesund. Ja, richtig. Diese Entscheidung ist recht nach meinem Herzen. Na, und ist denn ein frommes Gebet nicht auch etwas Ergötzliches? Bei einer Diät ist es von doppelter Wirksamkeit. Warum tafelt ihr dann mit so bemerkenswertem Appetit, Baron? Bin schon perdu, Madame. Darf mir alles gönnen. A votre santé.
Allerdings sollte ich Ihrer Majestät schon als Ihr Arzt mit besserem Beispiel vorangehen. Mein lieber Baron, ich kann euren Ausführungen beim besten Willen nicht folgen. Ich gönnte uns öfters das Vergnügen, einem fremdländischen Chevalier die Invitation zur Tafel zukommen zu lassen. Auch waren Ministre und sonstige Personen du cœur zugegen. Am liebsten empfingen wir aber den Leibmedikus und großen Gelehrten, den Freiherrn van Swieten, dem ich so viel zu verdanken habe. So manches Mal ergötzte er uns mit handfesten Späßen. Mein hochverehrter Leibmedikus, was geht denn nun wieder in eurem Gehirn vor? So wie in diesem Eimer, so sieht es jetzt im Magen eurer Majestät aus. Das Pharao-Spiel war mir eine wahre Passion, welche abzuschaffen ich mir immer wieder vergeblich vornahm. Die Fortune blieb mir günstig. Oft war am Pharao-Tisch auch die Gräfin Auersperg zugegen, Tochter des Generals Neidberg. Eine Beauté. Große Zeremonali nahmen den Tag oft gar ungebührlich in Anspruch, waren aber notwendig zur weiteren Stärkung des Staates. Gänzlich im engsten Kreis, en famille, zeigten auch die kleinen Erzherzöge manches Mal zur geruhsamen Belustigung ein kleines Ballett.
Je mehr du deinem Manne Freiheiten lässt, desto liebenswürdiger wirst du um ihn sein. Und umso mehr wird er dich suchen. Trachte ihn zu unterhalten und zu beschäftigen, dass er sich nirgends besser befinde. Alles Glück der Ehe besteht in vertrauten und beständigen Gefälligkeiten. Die törichte Liebe vergeht bald, aber man muss sich achten, sich gegenseitig, wo immer nur möglich, nützlich sein. Der eine muss sich als der wahre Freund des anderen erweisen, um die Unfälle des Lebens ertragen zu können. Und man kann nicht genug Kinder haben. In diesem Punkt bin ich unersättlich. Praeterea censeo, vulvam sacratissime majestates, ante coitum diutius esse titilandam. Meinem Gemahl Kaiser Franziskus beliebte es, in der Ökonomie als guter Hausvater ohne Unterlass zu wirken. In seinem separaten Sitze, ehemals Lambergisches Palais, empfing er mannigfaltigen Besuch. Er gründete Fabriken und produzierte Baumwollgewebe sowie Fayence. Für unsere Heere lieferte er Waffen, Pferde, Monturen, Mehl und dergleichen mehr. Auch zögerte er nicht, diverses Kapital in verschiedenen Bankhäusern mit Gewinn anzulegen. Nebst Münzkabinett, Hofbibliothek und Archiv galt die Obsorge des Kaisers den Naturforschungen, so den seltenen Blumen und Tieren, sowie den merkwürdigen Steinen, deren Zahl ich zuweilen mit einem Präsent zu vermehren trachtete. Die Erziehung der Kinder aber überließ er geflissentlich mir. Zucker sehe ich nicht gern, dass er zu viel bekomme. Mithin so wenig als sein kann. Ich erlaube auch, aber allein an Fischtagen, dass die Kinder abwechselnd einmal einen Milchkaffee, einmal einen Milchtee bei mir zum Frühstück holen lassen. Sonst aber bleibt es bei der Suppe. Die Sauberkeit ist genau zu beobachten, sowohl waschen als auch kämmen, welches alle Tage geschehen soll. Im Zimmer und in der Kirche soll er sein Gebet in Respekt verrichten. Mit keinem Türhüter oder Kammerheizer sind Diskurse gestattet. Er hat ihnen auch keine Befehle zu geben. Die Kinder sind geboren zu Gehorsamen und mögen es mithin bei Zeiten gewöhnen. Man gebe ihm die Rute. Majestät, es ist noch nie ein Erzherzog körperlich gezüchtigt worden. Es ist auch noch nie ein Erzherzog so bös und unfolgsam gewesen wie dieser. Führ ihn hinaus. Setze sich, schreib er. Meine Intention ist niemals dahin gegangen, den einzelweise tolerierten Protestanten ein mehreres einzugestehen, als bisher in Übung gewesen. Bei dem leider in einigen Teilen auftretenden Irrglauben verlangen wir Berichtsabforderung. Es ist schnelle, strenge Bestrafung der Redelsführer jetzt am wirksamsten. Die arretierten Protestanten sind sofort unter militärischer Bewachung nach Komorn zu schicken, die ledigen Burschen darunter zu einem Regiment nach Italien zu bringen. Yeah.
Die Juden müssen fort. Wenn sie aber vorübergehend eine Bleibe haben sollen, so sollen sie für diese Begünstigung eine Kontribution von wenigstens 300.000 Gulden auf sich nehmen. Sonsten sollen sie gewiss abgeschafft werden als pure Kammerknechte, dass das Land gar nichts mit selben zu tun habe. Abschaffung der um sich greifenden Liederlichkeit ist die Verfügung zu treffen, wonach Offiziere in zweifelhaften Häusern bei gelüstlichem Treiben überrascht zu höherer Charge nicht befördert werden dürfen. Ein wahres Glück, dass dieses Gesetz nicht seit jeher in Geltung war. Sonst wäre ich jetzt noch Fahnenjunker. In der skandalösen Affäre zwischen dem Grafen Durazzo und der Tänzerin Baudin möge die Keuschheitskommission die nötigen energischen Schritte tun. Die Welt ist jetzt so leichtfertig, so wenig wohlwollend. Alles wird ins Lächerliche gezogen und als Bagatell hingestellt. Unsere Deutschen verlieren hierdurch die beste Eigenschaft, die sie besaßen. Ein wenig schwerfällig und rau zu sein, aber gerade, wahrhaft und fleißig. Abscheuliche Bücher, die weder zur Wissenschaft noch zur Unterhaltung in keiner Religion dienlich sind, können nicht passieren. Diese Bücher würden eine eingebildete Freiheit einführen, die in Zügellosigkeit umschlägt und in gänzlichem Umsturz endet. Eine strenge Handhabung der Zensur ist unumgänglich. In dieser innersten Überzeugung wurde ich nie wankend, trotz wiederholter Vorstellungen eines so klugen und treuen Ratgebers wie des Fürsten Kaunitz. Der Staatskanzler Fürst Kaunitz. Kaunitz. Sein schwindlicher Kopf ist mir lieber und kostbarer als die unsrigen in ihrer Stärke und Vollkommenheit. Man berichtet, dass sein Benehmen im alltäglichen Leben im höchsten Maße skurrilisch und er selbst ein ausgemachter Sonderling sei, dass er sich nach dem Speisen noch an der Tafel die Zähne putze und überhaupt um sein perfektes Aussehen und sein gesundheitliches Wohlergehen im höchsten Maße besorgt wäre. Er soll auch ein Faible für alle Art von Bürsten haben, mit denen er ständig seine Tapetieren, seine Haare, seine Kleidung und einzeln auch alle Knöpfe poliere. Seine Wäsche soll er nach Paris schicken, damit sie dort gewaschen werde, denn seinem Urteil nach könne man nur dort mit befriedigendem Erfolg Wäsche waschen. Er spendiere zu diesem Zweck die Bagatelle von 5.000 Gulden im Jahr.
In der Tat trägt sich der Fürst im höchsten Maße kultiviert, allerdings ohne Zeichen einer übertriebenen Vorliebe für Prächtigkeit und Geschmuck. Weiß indes mit Sicherheit, ihn als klügsten Kopf unter sämtlichen meinen Ratgebern ansehen zu können. Ich bin ihm zu größtem Dank verpflichtet für all die Dienste und Ratschläge, die er mir gegeben hat. Eure Majestät, allerhöchstes Staatsinteresse erfordert, dass ihr den geschicktesten und anständigsten abschickt, welchen ihr habt. Auch noch so adelige Subalterne sind schuldig, ihren Vorgesetzten zu gehorchen, auch wenn diese von untadeligem Herkommen wären. Ich war von jeher der Meinung, dass die österreichische Monarchie durch weise Staatseinrichtungen sich eine stärkere Macht verschaffen kann, wodurch die glänzendsten Eroberungen entbehrlich würden. Denn der Krieg ist eine Störung der natürlichen Ordnung. Was die innere Ordnung des Staates betrifft, so hege ich die Meinung, dass die Staatsverwaltung sich ausschließlich oder doch vor allem mit der wahren Verbesserung der inneren Zustände aufmerksam beschäftigen soll. Eine übertriebene Bücherzensur würde uns in das alte Barbarentum zurückführen. Die Durchsetzung eines Gesetzes darf nicht durch ein höchst verderbliches System von Spionagen und willkürlichen Verhaftungen entarten. Überhaupt habe ich gewaltsame Maßnehmungen nie für ein Mittel gehalten, die Meinungen eines Volkes zu bessern. Jedes Verbot ist ekelhaft. Als einem Experiment, vielleicht mit günstigem Ausgang, habe ich der Reise des Fürsten Kaunitz nach Paris zugestimmt. Als Gesandter reüssierte er, denn England verließ mich und zugleich das alte System, in dem es den Bund einging mit meinem Feinde Preußen. Von Frankreich hatte ich wenig zu fürchten und ich hatte auch keine andere Hilfsquelle mehr. Ich wollte mich Frankreich zur Seite stellen. Schreibe er an Ihre Majestät die Königin. Ich gehe auf die Causa der schwebenden Verhandlungen nicht weiter ein und verlasse mich da ganz auf das, was Fürst Kaunitz mir rapportiert. Ich finde seine Bemerkungen zu den Vorschlägen des Königs klar und treffend. Doch eine Sache gibt es, da kann ich nicht aufhören, mich zu quälen. Das ist der Missbrauch von solchen Verträgen. Prinz Eugenius sagte ganz mit Recht, 200.000 Soldaten seien besser als alle Staatsverträge. Wer würde sich da ein andermal mit uns einlassen? Was meint ihr dazu, Graf Haugwitz? Ein stehendes Heer von 100.000 Mann erfordert die Aufbringung von 14 Millionen Gulden im Jahr. Diese werden von den Ständen für 10 Jahre bewilligt und durch eigene Behörden Eurer Majestät zur Exekution in die Kasse gebracht. Mhm. Ja, und weiter zur Justifikation. Die allgemeine Verwaltung wird auf das Direktorium und auf die oberste Justizstelle übertragen. Die neu eingerichteten Kreisämter werden allen Untertanen Eurer Majestät beistehen und auch Klagen gegen die Grundherrschaft untersuchen. Eine gänzliche Separation des Justizwesens von der Verwaltung wird durchgeführt. Die oberste Justizbesorgung wird als zweite Instanz für Einhaltung der Nemesis Theresianer Sorge tragen. Damit wird Eure Majestät in effectu in die Souveränität und Beherrschung Ihrer Länder gesetzt. Es gereichte zu meinem besonderen Wohlgefallen, dass durch die allgemeine Sorgfalt mehr Zufriedenheit zu herrschen begann, was Speis und Trank betraf, und dass aus den vielorts angefeindeten Erdäpfeln sowohl Brot als auch Branntwein erzeugt worden ist. Sie können nicht allein bei einem überraschenden Getreidemangel, sondern auch in anderen Vorfällen dem ganzen Staat zum größten Nutzen gereichen. Doch blieb noch viel. In den Angelegenheiten der Gerichtsbarkeit galt es, manche Missstände abzuschaffen. Ich begreife, wie die Streckung auf der Folter die Glieder ausrenken, die Gebeine zerschmettern kann. Aber wem ist es begreiflich, wie eine Ausrenkung der Glieder oder ein Beinbruch den Verdacht abnehmen und die Schuldlosigkeit beweisen können? Mit welchem Rechte gebraucht man sie? Ihr habt ja recht, lieber Sonnenfels. Aber gebt mir etwas Zeit.
Mit der Hilfe des guten Prälaten Felbinger, den Gott selbst mir geschickt hat, ist es uns mit viel Geduld gelungen, die deutsche Normalschule zur Erbauung von allen, überall heimisch zu machen. Ich hielt diese Einrichtung für so schön, für so nützlich, dass ich sie nach und nach in allen meinen Ländern eingeführt habe. Asversum circum circa citra cis. Des Kollegen Linné. Besonderes Augenmerk richtete ich auf das ersprießliche Gedeihen von Wissenschaft und besonders auf die Medizin. Gelehrtenstreit und Hader als unwürdige Eitelkeiten sonst trefflicher Männer waren mir zuwider. Über die Fortgänge und die erforderlichen Maßnahmen forderte ich regelmäßig Bericht. Und da werden die Pflanzen vorgezeigt. Es muss seziert werden. Wir haben heute einen eigenen Sektionsraum, einen Obduktionsraum. Wir haben auch bereits für die Chirurgie haben wir einen Operationsraum. Es ist also alles eingerichtet und eben zur 12-Betten-Klinik von unserem berühmten Dehan sind alle diese Sachen noch dazu gebaut und entsprechend eingerichtet. Aber darüber hinaus müssten wir ja auch an Epidemien denken. Es mussten Quarantänestationen aufgebaut werden und mit Ihrer Hilfe, Majestät, haben wir einen Cordon sanitaire gezogen, der die ganzen Erblande umgibt. Die Bockenimpfung scheint doch etwas für sich zu haben. Ja, aber ist sie nicht sehr gefährlich, eure Insertion mit diesem Bockensaft? Sie ist gefährlich und wir haben auch noch nicht die nötigen Erfahrungen damit. Wir haben es versucht, aber vielleicht, Majestät, darf ich vorschlagen, hier einen Fachmann zu berufen? Hätte ich mir das Recht zur Berufung von Professoren an der Universität nicht selbst vorbehalten. Wir hätten keine Wiener medizinische Schule. Bei Krankheit wurde nach meiner Intention durch den neu eingesetzten amtlichen Doktoris das Notwendige unternommen. Auch wurde für die Unterbringung von Bresthaften und Alten in besonderen Häusern gesorgt. Im Innern sollten eigens errichtete Kassen, besonders den Arbeitern in den Manufakturen, bei Krankheit eine Hilfe sein. Vielen Arbeitslosen in notbefindlichen Menschen wurde Beihilfe zuteil. Durch Verbote, die man gegen die Einfuhren von fremden Waren erließ, wurde die Produktion im Land gefördert. Genügsame Sorge wurde auf die Manufakturen angewendet. Fabrikation von Eisen, Porzellan, Draht, Wollen und Seidenzeug hatte seinen Anfang genommen. Ich machte mir seit längerem einen billigen Skrupel, dass das Militär endlich in die richtigen Hände kommen möchte. Wir sollten doch bei Gott in Stand gesetzt werden, die Truppen zu salvieren und dem König in Preußen gut ausgebildete und instruierte Kriegsleute und Soldaten entgegenzusetzen. Dazu war mir die Gründung einer militärischen Akademie in der Wiener Neustadt opportun erschienen. Wir brauchen Männer, deren Eifer nie erkaltet für das Vaterland. Aber zu großen Sachen zu gelangen, muss man wohl recht munter reinschneiden, sonst geht's nur stuckweis. Von den Partikularinteressen muss bei einer solchen Kriegspflanzschule abgesehen werden. Wir wollten das Menschenmögliche ins Werk setzen. Aus diesem Grunde dringe ich so sehr auf eine fruchtbare Kriegsakademie, dass sie dem Vaterlande gute Soldaten, die ihr Handwerk verstehen, verschaffe. Feldmarschall Graf Daun schien mir der rechte Mann zu sein, diese Sache in die Hand zu nehmen. Lieber Daun, mache tüchtige Offiziere und rechtschaffene Männer daraus. Man sollte in den Schulen überhaupt mehr auf Herzensbildung als auf Gelehrsamkeit allein Rücksicht nehmen. Graf Haugwitz, fassen wir doch die diskutierten Grundsätze noch einmal zusammen. Hauptgrundsatz soll sein, die Vermehrung der Bevölkerung durch Wohlfahrt. Je größer die Menge des Volkes, desto größer die äußere Sicherheit. Je mehr Menschen, desto mehr Bedürfnisse, ergo desto vielfältiger die Nahrungswege von innen. Je mehr Hände, desto häufiger die Erzeugnisse. Je mehr Bürger, desto kleiner eines jeden Mitsteuer, desto effektvoller die Armee. Alles kurz zusammengezogen, der wahre Reichtum eines Staates hängt von der Menge des Volkes ab. Diese aber bedarf der allgemeinen Wohlfahrt. Also, lieber Haugwitz, dann wollen wir doch daran gehen, diese Grundsätze nach und nach in concreto in die Tat zu setzen. Es wird kundgemacht. Im Namen Ihrer kaiserlichen Majestät
Jedermann, der als Kolonist in dem Banat und auf den ungarischen Kriminalherrschaften öde Bauerngründe zu bewirtschaften sich fähig und in der Lage befindet, erhält primo Reisegeld täglich 6 Kreuzer von Station zu Station. Sekunde. Da was je na všeobecnou známost jménem její císařské milosti. Objavňuje se o jmení zina císařského veličanstva? Kusíri týteti. Üfelsíge o királynő nevében. In nome de sua maestà imperiale si fa sapere chiunque si senti capace se aduce la conoscenza in numele maestății. Fiecare care se crede în stare să gospodărească. Kolonisten zogen zahlreich in menschenleeres Land. Es ging meine Willensmeinung dahin, dass alle öden Bauerngründe ohne mindesten Zeitverlust bevölkert werden. Zur Vermehrung des Volkes allerorts in meinen Staaten. Wo durch die schändlichen Einwirkungen des Krieges oder seit Urzeiten die öde Wildnis herrschte, brachte biederes Bauernvolk dem Boden agrarische Kultivierung. Zu Ehren Gottes und zum Wohl des Staates wurde zwischen den Flüssen Donau und Theiß von Kolonisten die Ortschaft unserer besonderen Gnade gegründet, genannt Maria Theresiopol.